los, da ist die Welt noch in Ordnung. Ja, hier ist Sarina Körbel. Grüß dich, Sarina. Hallo. Ja, du strahlst unglaublich. Das hat einen Grund. Du hast nämlich Schokofrüchte in der Hand. Was sind das für Früchte? Bananen. Kann man aber so nicht erkennen, oder? Nee. Das ist an der Form. Das heißt, die wurden jetzt handgeschnitten aus eigener Manufaktur von Globus. Ja, sind gekühlt, ist ein frischer Artikel und mit Schokolade überhüllt, richtig? Sehr lecker, ja. Ja, ganz großes Thema Snacks to go, oder? Genau. Ja, so ist es. Das gucken wir uns mal ran. Geh mal vor. Ja, Sarina, es gibt ja ganz, ganz viele Leute, die mittags mal hier schnell mal was essen, das muss man ja sagen. Und da gibt es so einen Trick, wie man ganz schnell aus der Kasse rauskommt. Es gibt nämlich Scan and Go direkt am Ausgang. Das heißt, man muss noch nicht mal hier einen Scanner lösen, sondern man kann direkt am Ausgang sich einfach selbst einen Scanner schnappen, scannen und schnell rein und raus, oder? Ganz genau. Ja. Wie das funktioniert, werden wir euch gleich mal zeigen. Jetzt gehen wir erstmal rein. Also die frische Abteilung hat To-Go. Ganz, ganz viel. Ja, da bist du in deinem Element. Da haben wir es hergeholt. Das sind nochmal die leckeren Schokobananen. Du hast mir erzählt, deine Mädels stehen da unglaublich drauf, oder? Ja. Ja, das ist auch gemein. Aber es gibt auch ganz, ganz leckere Sachen mit etwas weniger Kalorien, genau. Muss man sagen. Beerenfrüchte, die haben ja wenig Kalorien. Was ist da noch drin? Noch Joghurt. Ja, sogar Magerjoghurt, 1,5%, der dabei ist. Das Ganze ist gemischt. Auch das ist frisch, muss man sagen. Frisch hergestellt. Genau, ganz frisch hergestellt. Jeden Morgen wird das von uns frisch gemacht. Ja, guck mal hier vorne. Was ist das denn? Das sieht ganz lecker aus. Das sind Früchte mit Sahnepudding. Ja, das ist denn schon etwas mehr Fett drin, ja. Auch ein bisschen mehr Zucker. Aber das schmeckt ja auch gut. Und da oben, da ist noch eins da. Das ist Mousse au Chocolat. Ja. Noch eins da. Warum nur? Das haben andere mitgenommen. Ja, was total stark ist, sind eure Salate. Ist das Dressing ist extra? Genau. So, da kann sich jeder sein Dressing aussuchen. Das findet man aber sehr, sehr leicht. Und das ist ja to go. Da bedienen sich die Leute immer mehr ein Trend, muss man sagen, zu leichter Kost auch mal mittags, oder? Ja. Da sind wir bei Snack to go, der schnelle, frische Genuss. Und das hier ist so die gekühlte Abteilung, ja, wo alles ganz, ganz frisch bleibt. Ja. Du hast eben mal ganz kurz geschaut. Es gibt schon einige ganz leckere Sachen, die man einfach schnell mittags mitnehmen kann. Auf die Schnelle mal ein Wrap oder ein Sandwich für die Mittagspause ist optimal. Ja, hier unten gibt es aber auch Frucht und Joghurt mal wieder mit Müsli. Genau. So, und ganz unten hat man Salate, die sind aus eigener Produktion, also Eigenmarken? Also es ist die Eigenmarke, aber wird separat hergestellt. Da ist auch das Dressing schon dabei, also wirklich direkt zu mitnehmen. Ja, hier vorne hat man dann auch einen Nudelsalat mit dabei, aber auch, ich sag mal, hier jetzt von Starbucks habt ihr sogar einen Latte. Genau, gekühlte Getränke, auch direkt zu mitnehmen. Hähnchenfiletstreifen, all das ist da. Und ihr habt jede Menge Suppen. Genau. Was ist das alles? Das heißt, das sind Suppen, die ich fix und fertig essen kann, kalt? Genau, also kalt nicht. Die müssen noch in die Mikrowelle oder eben auch, kann man auch kalt genießen. Aber für die Mittagspause ist das halt optimal, wenn es schnell gehen muss. Ja, ist die Frage, ob die Schüler denn die Biosuppen essen werden, ja, aber es gibt unglaublich viele Schüler, die hier essen tagsüber mit allen drum und dran, ja, die greifen ja schon mal zu. Genau, die greifen oftmals zu den Wraps zu oder ja, die Salate auf jeden Fall. Ja, die Wraps werden immer leckerer. Die sind richtig lecker. Gemeine. Ja. Die Salate aber auch. Ja, wir gehen mal zur anderen Theke, man kann sich Salate selber zusammenbauen. Genau. Sarina, wir sind an der Salatbar angekommen. Du darfst jetzt mal einen Salat zusammenbauen. Es gibt verschiedene Packungsgrößen, genau. Die man hier hat. Es gibt hier noch eine größere Verpackung. Noch größer? Genau. Okay. So, das heißt also, du hast jetzt mal eine Verpackung ausgewählt, die passt jetzt mal und da füllen wir auf, denn Salat hat ja viel Volumen und wenig Kalorien. Das heißt, man kann einiges reinpacken. Optimal. Ja, was ist so dein Favorit? Eisbergsalat. Gut, dann mach mal ein bisschen Bodensatz, nehme ich an, oder auch mal mehr. Ein bisschen mehr geht auch. Dressings, was bist du für ein Dressing-Typ? Eher so French oder Joghurt-Dressing. Du machst nur Eisbergsalat rein? Nein, natürlich nicht. Wie geht's weiter? Mit Gurken. Tomaten. Natürlich ein Vorteil, wenn es bei Globus immer frisches Gemüse gibt. Ja, dann bedienen sich die Leute, die das hier produzieren, direkt mal aus eurer Gemüseabteilung. Das ist praktisch, ja. Ah, Mais. Ich mag kein Mais. Aber ist jedem, wie er will, oder? Für mich gehört das dazu. Ah ja? Ja. Ach, eher nicht. Nee. War eher so. Aber Paprika dafür. So. So, 5 Kohlenhydrate noch dabei oder kein Brot heute? Heute kein Brot. Kein Brot. Bisschen Käse? Auch nicht. Auch nicht. So, jetzt kann man rübergehen. Ist das der gleiche Preis eigentlich? Das ist 2x99 Cent hier, oder? Genau.
Also jetzt hat es noch eine Rückseite und da sind die gemeinen Sachen drin. Da ist ein bisschen Soße dabei. Ja, aber lecker. So, auch da, was ist dein Favorit? Karottensalat. So. Darfst du schon mal zwischendurch mal kurz in die Kamera halten, weil der wird dir jetzt eher zum Schichtsalat im Moment. So ist es drauf. Und ja, was noch? Nach was dürstet es? Nach Nudelsalat. Ja, mach mal. So, das kann ich mir mischen. So. So, jetzt geht es wahrscheinlich auf die Waage, oder? Ja. So, dann wieg mal. Was schätzt du, wie viel es ist? 300-400 Gramm. So ist es. So, da wir jetzt die kleine Schale genommen haben. Genau, es geht nämlich ums Tara, das wird nämlich abgezogen. Genau, nehmen wir auch die Salat klein. So, automatisch sind hier 24 Gramm Tara drin, das ist die Verpackung. Genau. Die wird, deswegen ist es so wichtig, dass man das Richtige anwählt, gell? Genau, ja. Das ist nämlich die größere Verpackung, hat nämlich etwas mehr Tara-Abzug. Und dann bist du drauf, was hast du bezahlt jetzt? Sag mal. 3,27 Euro. 3,27 Euro, komm oben drauf. Ist eigentlich ein fairer Preis für einen frischen Salat, oder? Genau. Zumal du weißt, was drin ist. Richtig. So, und zeig frisch. Mal. Ja, und frisch. Nur mal kurz werbeträchtig in die Kamera zeigen. So sieht er aus. Und einmal von der Seite, dass man ihn mal schön sieht. Denn das kann man auch mal einem Kollegen mitbringen, wenn man jetzt in Saarlouis ist, in einer Arztpraxis oder Anwaltskanzlei. Auf jeden Fall. Hier drinnen wird es frisch produziert, ja. Es ist eine Gemeinheit in Bechern, sage ich jetzt mal, die wirklich so lecker ist. Kostet 1,11 Euro. Zumindest mal alle, die ich jetzt hier im Moment sehe. Und sie schmecken unvorstellbar. Es sind ganz viele verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich bringe es meiner Frau mal gerne mit. Das da vorne ist zum Beispiel Schokosahnetorte. Hast du es mal probiert? Ja, sehr lecker. Ja. Und wenn du mal so nett bist, mal eins in die Hand nimmst, dass du mir das mal kurz mal in die Kamera zeigst, wie das gemacht ist. Der Salat ist noch mit dabei. Wir haben ja heute Torte-to-go-Tag. So ist es scharf gestellt. Stell nochmal zurück. Und dann zeigen wir noch mal ganz kurz, hier vorne haben wir, ja, da vorne ist noch ein anderer Geschmack, den kann ich von der Seite filmen. Das ist Erdbeersahne, ja, es ist unverkennbar. Und Tiramisu-Sahne. Ja, auch sehr lecker. Das kann man auch mittags natürlich essen. Aber ich sag mal, das hebt man sich wahrscheinlich auch für gute Momente, oder? Richtig, genau. Ja. Es gibt aber noch viel, viel mehr. Hier vorne haben wir dann noch so zum Mitnehmen, so die Butterschillerlocken aus Hausproduktion. Ja. Und wenn ich es mal ganz schlimm haben möchte, wir sind an der französischen Grenze, natürlich die Eclairs mit Cremefüllung. Das ist super lecker. Und das Ganze gibt es auch noch mit Schokoflüsse oder Himbeere wurde jetzt gerade eben genommen. Aber das ist jetzt eher schon für den ganzen Haushalt. Aber das könnte ich mit einer Kollegin auch mal so essen, oder? Ja, also es geht immer. Ja, so sieht's aus. Die frische Abteilung. Ja, was jetzt noch fehlt, ist das Thema Sushi. Wird ja immer beliebter und das schauen wir uns auch mal an. Das ist nur ein Teil von To-Go, muss man sagen, oder? Ein Teil, ja. Ein kleiner Teil, ja. Von Hand mit Herz, Globus. Ja, die frische Sachen und hier sind wir an der Sushi-Bar mit Xenia. Ich grüße dich. Guten Tag. Ja, du bist hier die Frau, die unter anderem das Sushi zubereitet, richtig? Ja, genau. Ja, das ist Kunst, oder? Ja, kann man sagen, ja. Sushi-To-Go, das essen viele auch gleich sofort, oder? Genau, genau. Oh, ich zeig das mal gerade. Das hast du heute gemacht. Genau. Ich habe gesagt, das reißen wir jetzt mal auf. Zeig mir mal das Schönste, was du gebaut hast. Du hast gesagt, die sind alle schön. Genau, sie sind alle wirklich wunderschön und das gefällt mir am meisten jetzt. Ja, jetzt könnt ihr ja, die Xenia hat es ja gebaut, ja. Die ist natürlich stolz auf ihre Ware, aber es ist wirklich toll, oder? Natürlich, also es ist auf jeden Fall sehr ansprechend. So ist es, aber es gibt noch viel, viel mehr. Ja, es gibt ja verschiedene Reiter, das erkläre ich gerade nochmal. Da steht immer drauf, was es ist. Es soll ja Leute geben, die stehen nicht so auf Fisch, oder, Xenia? Genau, es gibt ja auch halt vegetarisch, vegan noch, halt alles ohne... Ohne Fleisch dann in dem Fall. Genau. Oder fleischliche Erzeugnisse, da legen sie Leute ja ganz genau. Ja, du machst das schon länger hier, gell? Ja. So, das heißt also, wenn man das irgendwann mal kann, da vorne ist dein Arbeitsplatz, so alles drum und dran, das Ganze ist ultra frisch. Ja, alles frisch. Alles frisch. Du hast sogar so kleine Maschinen, die helfen dir so ein kleines bisschen. Genau, das ist die Nigiri-Maschine. Die macht diese kleinen Reisbällchen, die hier noch im Lachs zu sehen sind. Ja. Die hilft so gesagt gut. Ah, so diese kleinen Schiffchen. Genau. So, jetzt darfst du mal ein bisschen beschreiben. Du hast ja heute gebaut. Hier vorne, was ist das da? 9,99 Euro, sieht auch lecker aus. Das da ist die Spezialbox. Ja. Dort ist halt alles auch so gemixt. Da gibt es vegetarisch, mit Lachs, mit Thunfisch und mit Flusskrebs. Ja, da hier vorne linke Seite ist Donburi Hühnchen. Was ist das denn? Genau, das ist die Yakitori-Spieße. Das ist Hühnerfleisch mit Avocado und Reis.
Ja, hier vorne haben wir auch was ganz Leckeres, 6,49 Euro. Da ist Avocado dabei. Genau, da ist Avocado auf diesen Reisbällchen, wie ich gesagt habe. Und halt auch so gesagt kleiner Mix von allem. So, und wenn ich es dann mal ganz vegetarisch haben möchte, auch da kann man super genial anrichten. Da sind so Bohnen drauf oder was ist das? Das sind Sojabohnen, genau. Frisch, die kann man so essen? Ja, kann man so essen. Das Auge isst so ein bisschen mit, ja? Genau. Das heißt, hast du schon mal einen Preis gewonnen für deine Dekoration? Die ist so schön. War noch niemand da, dann verleihe ich dir jetzt offiziell den Saarland-Fernsehpreis. Also für das schönste Sushi, was ich zumindest in diesem Monat gesehen habe, hast du toll gemacht, ja. Danke. Vielen Dank. Ja, die Leute dahinter, ja, es sind hunderte von Mitarbeitern, die sich wirklich stark machen für Globus. Aber Sushi, das ist schon der Hammer, wie sich das entwickelt hat, auch bei euch, oder? Ja, das stimmt. Und es ist super lecker, frisch. Natürlich. Ja, jetzt haben wir hier einiges gedreht, da sind die ganzen Sachen schon mal drin, die werden wir nochmal abfilmen gleich. Sag mal, Ausbildung bei Globus, wie sieht das aus? Ist da jemand da, der dir hilft? Hast du einen Ausbilder? Natürlich, das ist immer der Bereichsleiter von uns, das ist der Herr Pink. Und der zeigt ja auch einiges. Man ist ja so am Ende der Ausbildung, hat man das Gefühl eventuell, ich habe ja nicht so viel gelernt, das ist hier nicht so. Also du lernst jeden Tag, oder? Ich lerne jeden Tag neu. Also man lernt neue Leute kennen, immer wieder neue Produkte. Also es ist ganz vielfältig. Man muss aber für den Job hier, muss man die Menschen schon ein bisschen mögen, oder? Auf jeden Fall, ja. Was sind mit schwierigen Kunden? Hast du die auch schon mal gehabt? Natürlich, ich glaube, die hat jeder jeden Tag. Ja, jeder jeden Tag, aber ja. Die sind gar nicht schwierig. Die haben wahrscheinlich nur, ich sag mal, besondere Ansprüche. Genau, so, ja. Damit muss man umgehen, der Kunde ist ja König, so ist es. Aber was heißt König? Das ist eigentlich unser Partner, das ist unser Motto. Also ja. Wir müssen halt das Bestmögliche für den Kunden machen und das ist auch jeden Tag unser Ziel. Ja. Was mir bei euch unglaublich auffällt, ist, ihr habt relativ konkrete Antworten. Also ich glaube, wo man bei euch unglaublich darauf Wert legt, ist, dass ihr nicht sagt, ja, da hinten im Regal und wenn es da nicht ist, dann haben wir es nicht, sondern ihr versucht den Kunden wirklich zu helfen. Ne? Auf jeden Fall. Also und wenn wir es nicht haben, auch die Angebotspreise, dann bekommt man das halt die Woche drauf für den gleichen Preis. Ihr habt selbst auch einen Entscheidungsspielraum, so ein bisschen. Ist das bei Azubis auch schon so? Ja, Azubis können genauso entscheiden, müssen auch manchmal fragen, aber man hat einen Bereich, wo man entscheiden kann. Also für so kleine Sachen, das könnt ihr selber entscheiden? Genau. Alles klar, danke. Sarina, es gibt einen ganz großen Trick. Man muss nämlich nicht an die Kasse, wenn man nur zwei Dinge gekauft hat oder drei oder fünf oder zehn. Aber angenommen, ich mache einen kleinen Einkauf, dann sagen die Leute, ah, muss ich mich jetzt nochmal anstellen. Nee, es geht anders, oder? Es geht ganz schnell. Man muss sich einmal registrieren, dann kriegt man so einen Barcode. Der ist hier vorne drauf, üblicherweise auf einer Karte. Den kann man auch aufs Handy laden. Und dann geht man direkt zu einer Bezahlstation. Das hier ist zum Beispiel, wenn ich mit Karte zahle. Genau. So, was ist zu tun? Also ich werde jetzt den Barcode unter diesen Scanner. So, jetzt steht hier Augenblick mal gerade. Hier, bitte nehmen Sie den Scanner aus der blinkenden Halterung. Genau. Da blinkt was. Das ist jetzt dieser hier. So, was ist jetzt zu tun? Jetzt müssen wir die Produkte abscannen. Wird dann angezeigt, was man im Korb hat. Super. Genau, und dann? Zwei Artikel. Dann muss man den Einkauf beenden. Genau, mach das mal. So, jetzt kommt die Übertragung Einkauf. Genau. Da, jetzt so, ist es grün geworden. Dann stellen wir den Scanner wieder in die Vorrichtung. Und dann wird jetzt praktisch nur noch der Strichcode noch einmal gescannt hier genau, vorne. Aber hier? Hier vorne? Genau. Hier? Und da steht jetzt 6,49 Euro. Genau, das ist jetzt die Gesamtsumme. Das könnte ich entweder mit Gutschein, Coupons oder natürlich auch mit der EC-Karte zahlen. Und ja, so einfach ist es. Das heißt, ich muss mir noch nicht mal vorne an der Scan-and-Go-Kasse vor einen Scanner ziehen. Ich kann es auch nachher an. Genau. Ja, wir sind in welchem Globus sind wir? In Saarlouis. Saarlouis. Öffnungszeiten? 8 bis 20 Uhr, Montag bis Samstag. Ja, großes Thema To-Go. Also nicht nur Scan and Go haben wir hier, also wenn es ganz schnell gehen soll, sondern man kann theoretisch rein und raus in 5 Minuten. Das würde gehen, wenn man etwas schneller geht. Genau, oder kürzer. Danke. Tschüss, Sarina.